Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von GoldenEye Reloaded. Ich denke mal, mit ziemlicher Sicherheit, dass das jetzt der finale Part wird. Also, los geht's. Zielausrichtung bei 60%. Hallo James. Du kommst gerade rechtzeitig. Sie ist der perfekte Prügerknabe. Wir werden mit ihren Fingerabdrücken an der GoldenEye-Steuerung die Waffe zünden. Auf den Stuhl mit ihr. Interessanter Plan, Alec. Du brichst per Computer in die Bank ein, transferierst die Beute elektronisch und verwischt die Spuren dann mit einem EMP-Schlag. Nicht nur die Banken, James. Alles, was die Banker anfassen. Den Aktienmarkt, den Finanzmarkt. Alle Transaktionen auf allen Computern in London. Ausgelöscht in weniger als 4 Minuten. Das ist nichts weiter als ein Hightech-Bankraub. Ich will sein Handy. Und? Entschärft man mit dieser Taste den Sprengsatz? Oder sind die Tasten umprogrammiert? Wie gut kennst du mich, Alec? Drück. Dann findest du es raus. Du verlierst, James. Aktivieren Sie die Waffe mit Ihrem Finger. Spiegel ausrichten und Signal senden. Wann ist der Satellit über London? 3 Minuten, 15 Sekunden. Ausgezeichnet. Hacken Sie sich in die Banken und transferieren Sie das Geld. Kannst du den Satelliten ablenken? Ja, aber das dauert eine Weile. Versuch es. Ich gebe dir Deckung. So, weiter geht's. Oh, scheiß Beschütz-Dingens-Mission. Ja, bin dabei. Ja, dann gebe ich dir. Ich gebe dir Zeit, Junge. Schade, dass das noch kein Livestream ist. Ich glaube, der Astral würde... keine Ahnung, irgendwie auch was auf Russisch schreiben. Ja, ruhig hier. Ganz ruhig. Komm, lad nach. Vor allem im Dschungel so in der Jacke. Ich weiß nicht. Also ich denke mal, ich würde da übelst schwitzen. Dann mach mal hinne. Dein Facebook-Status kannst du später aktualisieren. James,
Alter. Oh, auch noch von hinten. Nein, 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 nein. Wo ist der? Da. Komm schon. Komm schon, ist nicht mehr viel. Wie noch eine Konsole. Mädchen, du machst mich fertig, Junge. Alter, was ist denn das? Mach hinne, die Zeit haben wir nicht. Ja, stirb. Mach hinne. Du sollst weiterarbeiten. Ey, Alter, du machst mich fertig. Verdammt! Was ist los? Oben im Turm muss es eine Überbrückung geben. Hier, nimm. Ich komme wieder. Ich geh nirgendwo hin ohne meine Schrotflinte hier. Hast so eine riesen dicke Tür und der macht einfach hier so auf. Was haben wir hier? Die nehme ich gern mit. Eine kleine MP. Was war denn das? Ich hab jetzt gar nicht. Oder war da irgendwie so eine Art Fass? Okay, also. Ich hab da jetzt ja nichts gesehen. Hätte er so ein Stromding reingelaufen. Ey. Alter. Ah, die haben auf diese Computer-Ding geschossen. Alles klar. Jetzt verstehe ich auch. Nein! Ja, ja. Es gibt auch nicht viele Deckungsmöglichkeiten, ne? Überall, wo ich lang gehe. So, damit niemand auf die Idee kommt. Alter, von wo denn? Diese scheiß dunklen Bereiche, ey. Durch diesen scheiß Bildschirm, den ich hab. Jetzt ist es ruhig hier.
muss ich jetzt... Ah, okay. Okay, ist alles nachgeladen. Waffenmeister, alles klar. Alter, nicht von hinten kommen, ey, das ist unfair. Was ist denn da passiert? Alter, ich darf nicht so viel Zeit verschwenden. Ich sehe erst jetzt, dass da oben ein Timer ist. Oh, Alter, hier. Jetzt ist doch mal ruhig hier, bitte. Lasst mich doch jetzt mal. Komm, ich will noch da rein. Das hast du ja so gedacht, ne? Komm schon. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Wieso ist die Axt so schwer für dich? Kleiner Mistkerl. Komm runter, wenn du dich traust, du Feigling. Wo ist denn jetzt hin? Ah, hier rüber springen. Okay. Von dieser Seite kann ich das nicht abknallen. So, aber jetzt, ey. Bist du, Alec? So, jetzt geht's los. Du hast schon immer besser gebellt als gebissen. Es gibt keinen Ausweg, Alec. Erschießen! Mehr hast du nicht drauf.
Los, komm. Regeneriere. Komm! Wir haben keine Zeit! Schnapp die! Es gibt keinen Ausweg, Alec! Aber hier bin ich relativ geschützt, ey, dass ich das letztes Mal nicht verwendet habe. Und mal straightforward versucht, irgendwie den Nahkampf fertig zu machen. Nie so gut, wie du denkst, Alec. Komm rüber! Hast du Probleme, James? Ich helfe dir gleich aus der Misere. Gut für mich, der springt jedes Mal wieder runter. Wer hast du nicht drauf? Jetzt ist er hier. Okay. Bewegung, Mann! Du kannst immer nur andere deine Drecksarbeit machen lassen, ne? Aber selber bist du nicht in der Lage. Es ist aus. Runter mit der Waffe. Es gibt keinen Ausweg, Alec. Jetzt muss ich rein. Komm schon, runter. Nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Es ist kein Bosskampf, wo man einfach hier, ja, den knall ich jetzt mal ab, ey. Der hält einfach viel zu viel aus. Ah, jetzt auch nochmal hier. Ist der jetzt runtergesprungen? Ich werde jetzt mal ein bisschen ruhig sein, um nämlich mich besser zu konzentrieren. Du warst nie so gut, wie du denkst, Alec. Bild dazu, ausschwärmen. Hey, hier drüben. Komm, jetzt hau ab hier. Es gibt keinen Ausweg, Alec. Hey, hier drüben. Tötet ihn. Du kannst nix selber. Schäm dich, Alec. Man baut zwar ein Syndikat auf, aber man muss sich auch die Hände mal selber schmutzig machen. Gebissen. Es ist aus. Runter mit der Waffe. Na komm.
Schau, Alec. Du warst kommt nie dieser. So gut, wie du denkst, Alec. Los, Schwachköpfe! Auf ihn! Alter, das ist... Ich dachte jetzt schon, das wäre ein normaler Soldat. Jetzt muss ich hoch. Komm schon! Oh. Puh. Das ging erstmal... Ganz gut. Mit Waffen kann jeder kämpfen, Alec. Das hast du dir wohl so gedacht, ne? Komm schon, komm schon! So, jetzt machen wir uns noch bereit und mein Endfazit kommt, wenn die Credits laufen. Also, nach der Cutscene. Alles okay? Jetzt? Ja. Ein Moment. Hier, Bond. Gute Arbeit, Bond. Wir haben Bestätigung, dass GoldenEye zerstört ist und wir haben Kontakt zum Premierminister und dem russischen Botschafter wegen Orumov und Trevelyan. Ich will einen vollständigen Bericht auf den Tisch bis Montag, inklusive aller operativen Angaben und einer vollständigen Liste mit Empfehlungen. Sind Sie da? Die Verbindung ist gestört. Danke. Das hätte ich auch so geschafft.
So, Leute, das war GoldenEye Reloaded. Hat zwar auch eine längere Zeit gedauert als angenommen, aber hey, wir haben es durch. Ja, was wohl nach GoldenEye kommen wird, also diesen Platz besetzen wird, werden die beiden Battlefield Bad Company Teile, weil sich das ein Zuschauer gewünscht hat. Also schöne Grüße an dich. Und ich denke mal, am Montag Nachmittag wird dann halt der erste Bad Company Part online sein. Wie gesagt, ich werde am Tag immer ein Video bringen, da es jetzt mit dem besseren Internet extrem kurz ist die Dauer, um es hochzuladen, also 2 Minuten. Kein Scherz, Leute, 2 Minuten, bis ein Video hochgeladen ist, das ist ziemlich geil. Und ja, was nach Bad, also wir werden einige Zeit mit Bad Company brauchen. Dynasty Warrior 6, muss ich leider sagen, ist auch noch lange nicht beendet, obwohl das immer kurz aussieht, aber man muss ja eben halt, ja, was haben wir noch? Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 2, das geht auch noch eine Weile. Ja, wenn ihr aber dennoch in irgendwelche Weise Spielvorschläge habt, die ich in meiner Sammlung habe und ihr wollt die unbedingt auf meinem Kanal sehen als Let's Play, dann bitte ruhig unter jedem Video, ich sag's immer wieder, unter jedem Video könnt ihr das schreiben oder ihr kommt auf meinen Discord-Channel, der natürlich, wozu ich auch ein Video gemacht habe, müsst ihr halt mal schauen. Ich habe das, glaube ich, auch nirgendwo in eine Playlist leider reingepackt. Man müsste halt mal unter Videos schauen und mal einfach mal runterscrollen. Ja, und da könnt ihr mir halt dann auch privat eben halt über Discord dann halt schreiben, was ihr gerne sehen wollt, ne? Weil ich bin jederzeit offen, wenn ihr halt bestimmte Vorschläge habt, sofern ich das Spiel auch habe, dann mache ich das liebend gern, ne? Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was dieses Let's Play angeht, habe ich den Endkampf wesentlich schwerer in Erinnerung. Dazu muss ich aber auch sagen, ich war ja vorne, bevor jetzt das Video, ich hoffe, ich habe das jetzt ausgeschaltet, ja. Bevor jetzt das Video geclaimed wird, weil das eben halt jetzt die Intro-Mucke aus dem Original GoldenEye-Film ist und ich weiß nicht, wegen Copyright-Probleme oder so, deswegen habe ich jetzt die Musik ausgeschaltet. Ihr könnt jetzt zwar die Musik nicht hören, aber ja, wer GoldenEye gesehen hat oder es selber gespielt hat, es ist einfach ein Hammer-Song, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das damals gespielt habe, den Bosskampf wesentlich härter in Erinnerung. Und ja, aber vor langer, nicht so allzu langer Zeit war ich mit meiner Xbox ja, online. Kann man ja, kostenlos, ne? Es sei denn, man will online spielen, da muss man halt so einen Gold-Status kaufen. Und damit habe ich die meisten Spiele auch gepatcht. Also die Updates runtergeladen und ja. Das Problem einfach bei diesem Spiel ist, man hat eben halt nicht diesen Wumms, wenn man irgendeinen Gegner erledigt. Sage ich so, wie es ist, weil es hat sich nach nichts angefühlt, ne? Aber egal. An sich ein ganz gutes Spiel. Wenn ihr es für wenig Geld findet und habt ein Fable für Shooter und jedenfalls für diese Daniel Craig Spiele, also sprich 007 Legends oder GoldenEye Reloaded, da braucht ihr halt keine großen Ansprüche jetzt haben, was jetzt hier richtige Bond-Einsätze geht, weil es alles Shooter, ne? Wir haben es ja gesehen, Call of Duty-Manier und ja. Also für wenig Geld kann ich es höchstens empfehlen. Ich habe es mir damals für einen 20 gekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es nicht. Da ich ja das Original nie gespielt habe für den N64, obwohl wir das damals hatten. Zu der Zeit war ich aber noch kein richtiger Gamer, würde ich sagen. Weil das richtige Gaming fing bei mir mit PlayStation 1 damals an. Und ja. Dennoch wäre ich auch nicht abgeneigt, irgendwann mal, wenn es möglich wäre, das Original mal zu zocken. Weil ich es auch als Let's Play gesehen habe und es war richtig geil.
Ja. Zum Abschlussfazit sage ich es nochmal, jederzeit wieder könnt ihr, sei es unter dem Video oder über meinen Discord-Channel, jederzeit schreiben hier, ja, könntest du bitte das machen, ne? Aber wie gesagt, ich werde nur drei Let's Plays parallel laufen lassen. Wenn ich mehr mache, dann verliere ich einfach die Übersicht und dann auch wieder sehr schnell die Lust. Und ja, nochmal Grüße da draußen an den ehemaligen Creator, dessen neuen Namen ich jetzt noch nicht im Kopf habe. Wie gesagt, Battlefield Bad Company, spätestens am Montag wird der erste Part veröffentlicht. Und es wird halt immer wieder abwechselnd Dynasty Warrior, Naruto und Battlefield, beziehungsweise jetzt noch GoldenEye Reloaded. Aber wenn ihr das hier seht, ist sowieso schon hochgeladen und ich habe die ersten Parts von Battlefield Bad Company aufgenommen. Ja. Ich weiß halt noch nicht weiterhin, was ich dazu sagen soll, zu diesem Spiel. Natürlich würde ich mich über ein neues James Bond freuen, aber jetzt nicht in Call of Duty-Manier. Lieber so richtig oldschool oder so ein richtiges James Bond Feeling eben halt. Jetzt auch nicht so wie Bloodstone oder was war das andere? Casino Royale oder sowas. Also keine Shooter oder sowas. Es kann zwar schon Shooter sein, aber sollte halt mehr so James Bond Einlagen haben. Also. Ich weiß nicht. Ist halt auch sehr schwer zu beschreiben, ne? Also. Vielleicht muss da einfach auch ein besseres Genre irgendwie gefunden werden für James Bond. Also ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, zu was ihr gerne ein neues Bond-Spiel sehen würdet. Also ich hätte auch gar kein Problem, so die älteren Spiele. Man hat zum Beispiel auch mit Liebesgrüße aus Moskau gemacht, ne? Was ich ja auch schon Let's Played habe. Hat super funktioniert. Also das hat mir wesentlich besser gefallen als, muss ich sagen, als 007 Legends und GoldenEye Reloaded, weil es eben halt, ich weiß nicht, es hat besser gepasst. Und mir würde es auch besser finden, also ich würde es auch besser finden, wenn man halt die alten Filme vielleicht nochmal irgendwie als Videospielform versoftet. Jetzt aber nicht so einfach so hinrotzen, ja, ihr habt da jetzt so ein Abklatsch, ne? Aber ruhig so, zum Beispiel Dr. No oder Goldfinger, da irgendwie es in ein Spiel packen und so ausgiebig wie möglich irgendwie präsentieren. Und jetzt nicht so wie in Legends, dass man halt hier, was haben wir da? Goldfinger, im Geheimdienst ihrer Majestät, Moonraker, stirbt bei einem anderen Tag. Und da war noch irgendein, aber den habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Also ich wüsste jetzt auch nicht speziell, wie das Gameplay aussehen sollte. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn es überhaupt keine Bond-Spiele mehr gibt. Weil die letzten Bond-Spiele, also die haben sich auch nicht so gut verkauft. Weil das sich auch alles immer so richtig krass actionorientiert hat, ne? Während ich die Filme sehe und sage hier, man hat zwar schon Action drin, aber sie sind halt langweilig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das ja öfters mal erwähnt, dass ich die meisten Daniel Craig-Filme nicht gesehen habe, aber Spectre habe ich gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den fand ich so schrecklich und auch langweilig. Weil ganz einfach, diese gesamten Bösewichte haben nichts mehr so an sich. Es hat keinen James-Bond-Charme mehr. Es war einfach nur noch auf diesen, ich nenne es einfach mal Realismus getrimmt. Und das braucht ein James Bond nicht. James Bond braucht ein bisschen. Ja, man hat das zum Beispiel bei den Pierce Brosnan-Filmen oder davor schon gesehen, dass man halt so skurrile Q-Gadgets hat, die man benutzen. Die James Bond halt benutzt hat und so, ne? Und dafür, das spürst du halt in den neuen Bond-Filmen oder beziehungsweise in den neuen Bond-Spielen überhaupt nicht. Ne? Und das ist halt ein
meiner Meinung nach ein großes Problem. Daniel Craig als James Bond finde ich an sich okay, aber jetzt auch nicht so super, ne? Weil ich stelle das ja gerne mit Pierce Brosnan so nebeneinander, ne? Weil Pierce Brosnan die Filme oder als wo er halt ein Spiel verkörpert hat, wie zum Beispiel Nightfire oder so, immer mal so einen flapsigen Spruch auf Lager, ne? Oder in den Filmen an sich auch mal so humorgetrimmt und so, ne? Also es war einfach besser als diese Daniel Craig-Filme, ne? Man kann ja, Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Es gibt ja welche, die sagen hier, oh, Daniel Craig ist super, ne? Okay, wenn das denn ihre Meinung ist, schön. Aber meiner Meinung nach ist Pierce Brosnan immer noch der Beste. Und ja, ich kann nur hoffen, dass ich halt zu meinem Geburtstag eben halt die James Bond Box finde mit allen 25 Filmen, wo er von Dr. No bis Skyfall alle Filme drin sind. Und dann suchte ich die mal durch und dann kann ich immer so eine Art Review machen oder so. Wie hieß das, was ich jetzt eingeführt habe? Morgenstund hat Gold im Mund. Oder, nee, Plauderstund hat Gold im Mund oder so. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Das ist ein Format, was ich etwas länger nicht mehr weitergeführt habe. Und da, das wäre einfach mal so ein krasses Ding, mal drüber zu quatschen. Gerade in Livestream, ne? Dass wir uns da halt mal versammeln, die Bond-Fetischisten oder Bond-Fans, ne? Dass wir da halt mal ein bisschen drüber labern, auch über die einzelnen Filme. Das wäre mal geil. Oder man macht das vielleicht mal als Podcast oder so. Dann muss ich mal mit den Jungs sprechen. Also, falls ihr das sehen solltet und das mal Interesse wäre und ich hätte das noch nicht angesprochen, können wir das ruhig mal machen, weil jeder von uns hat mal einen Bond-Film gesehen. Oh. Aber wie lange gehen eigentlich die Credits? Oh. Ja. Im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich fast alle Bond-Spiele gespielt, bis auf natürlich das Original GoldenEye und irgend so ein Rennspiel, aber das Rennspiel, das war damals zur PS1-Zeit, das hat mich null interessiert. Aber sonst habe ich eigentlich alles an Bond-Spielen gespielt, die jedenfalls relevant waren oder sind. Also mir fällt jetzt keins weiter ein, was ich jetzt verpasst habe oder hätte. Ne? Weil so viel kam ja auch nicht raus. Abgesehen von diesem PS2 Casino Royale Spiel, weil das unterscheidet sich sehr stark von der Xbox 360 Variante. Weil da bin ich auch mal noch dahinter her, das irgendwann mal für wenig Geld zu bekommen. Ja. Ich drücke jetzt einfach mal die Cut, die weg. So. Leute, das war's mit GoldenEye und ich hoffe, ihr seid im nächsten Let's Play-Projekt wieder mit dabei. Ja, haut rein und ciao.